Ökologische Landwirtschaft versus Massentierhaltung. Beeinträchtigungen durch Windeignungsgebiete im Zuge der Energiewende. Rückzug der Justiz aus der Fläche durch die Gerichtsstrukturreform. Drei in Mecklenburg-Vorpommern heiß diskutierte Themen. Alle drei standen am Mittwoch bei der Stadtvertretersitzung in Parchim auf der Tagesordnung. Denn zwischen Parchim und Dagolütz ist eine Schweinemastanlage für mehr als 15.000 Tiere geplant. Befürchtet werden unter anderem leidende Tiere, Schadstoffe in Luft und Boden, Wertverlust der Grundstücke. Immer wieder Protestaktionen, zuletzt mittels Plakaten und der Veranschaulichung des Gülleaufkommens. Neueste Erkenntnisse eines Anwalts, der mit der rechtlichen Klärung des Genehmigungsverfahrens beauftragt wurde, sorgt nun dafür, dass sich ganz unverhofft neue Unterstützer zu Wort meldeten. Wir sollten ja jetzt auf diesen Brief in der Beantwortung, sage ich mal, für die BI antworten. Und wir hatten im Hauptausschuss aber auch eine Beratung darüber. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, als ich vom Stadtentwicklungsausschuss ein Protokoll bekam, dass man uns auch im Hauptausschuss nicht ausreichend aufgeklärt hat. Dann haben wir alles nochmal auf den Tisch gepackt, verglichen, abgewägt und stellte dann fest, Fragen über Fragen. Und daraufhin haben wir dann beschlossen, dass wir hier diese Anfragen stellen, weil das alles nicht zusammenpasst. Die Informationen über die Stadt, die wir bekommen haben, also über die Stadt, und die Informationen, die uns durch die BI zugekommen sind. Ist für mich überhaupt nicht überraschend, weil wir haben keine Beschlussvorlage und es ist eigentlich im Thema noch nicht letztendlich entschieden. Das Planverfahren läuft nach wie vor, das Genehmigungsverfahren. Und ich weiß auch nicht, ich habe keine Anträge bis jetzt gesehen, was da bei der Sondersitzung erörtert werden soll. Hier wird auf das Verfahren, auf das Schreiben eines Anwalts vom BUND verwiesen. Wenn man die Verfahren anzweifelt, die Verwaltung hat alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Ich verwahre mich gegen Unterstellung, dass wir hier mit Investoren mauschen. Nach kurzer Beratungspause forderte auch die CDU-Fraktion eine Sondersitzung zu den offenen Fragen. Ein Etappensieg für die Bürgerinitiative. Die CDU-Fraktion war es auch, die in der Causa Windkraft einen Vorstoß unternahm. Ein geplanter Windpark östlich von Parchim wird ebenfalls von einer Bürgerinitiative bekämpft. Auch hier werden erhebliche Beeinträchtigungen befürchtet. Eine Klage scheiterte. Die Anlagen werden bereits errichtet. Nun geht es um Schadensbegrenzung und Lehren für künftige Windparks. Es gibt natürlich die Hoffnung, dass das Blinken ausgeschaltet wird. Es gibt tatsächlich jetzt schon Unterlagen, dass diese Ausschaltgeschichten entsprechend kommen können, dass wir von dieser Belästigung schon mal nicht mehr beeinflusst werden. Aber ansonsten sehe ich nicht unbedingt eine Möglichkeit, dass jetzt tatsächlich die Anlagen verhindert werden können. Also das glaube ich nicht. Das, was wir auch im Ausschuss mal versucht haben anzusprechen, ist das Thema, wenn wir Windeignungsgebiete haben, wo mehr als 20 Anlagen hinpassen, von vornherein, dann sollte man grundsätzlich eigentlich ein BIM-Verfahren vorneweg machen und nicht erst, wenn die 20. Anlage entsprechend in die Genehmigung reinkommt. Kommt für mich völlig überraschend, weil die Positionen klar sind und es keinen Einfluss auf das jetzt genehmigte Windverfahren hat. Wenn die Bürger denken, dass damit hier in diesem Windeignungsraum so eingegriffen werden kann, ist das nicht. Es gilt für die zukünftige Weiterentwicklung des Raumentwicklungsplans. Der Windpark wächst, die Schweinemastanlage wird vorerst noch nicht gebaut und eine andere Institution ist da, droht allerdings zu verschwinden. Das Amtsgericht soll zur Zweigstelle schrumpfen. Der letzte Hoffnungsschimmer der Gegner der Gerichtsstrukturreform ist ein Volksbegehren, initiiert durch den Richterbund und den Verein Pro Justiz. Die Zeit drängt und so haben sich die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter Parchims für die Unterstützung des Volksbegehrens ausgesprochen. Manchmal ist die Einigkeit schnell erreicht.